kleiner Bruder heißt Gustav, der ist 5 Jahre, der ist sehr musikalisch. Gustav, der Kleine, ist mir sehr, sehr wichtig und ein Leben ohne ihn kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich heiße Fritz, bin 11 Jahre alt und wohne im Sauerland. Der Gustav, der ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, Trisomie 21 oder Down-Syndrom, das ist halt eine Behinderung. Ich finde das dann blöd, wenn er komisch angeguckt wird. Ich bin dann auch ein bisschen beleidigt deswegen, aber wenn Menschen was Falsches denken und das dann so sagen, auch wenn sie Gustav eigentlich gar nicht richtig kennen, dann macht mich das halt immer traurig. Eine 3. Genau, eine 3. Ja, da hat der Kopfhörer. Ja. Ein Affe. Ja, genau, ein Affe. Also ja, ich habe ihn sehr gerne und ich mag ihn ganz, ganz toll. Ne? Wenn ich dich hab, dann ist alles gut. Gustav, willst du mal Happy Birthday singen? Wollen wir das mal üben, ein bisschen? Komm, mach mal so Happy Birthday to you. Die Oma, der hat ja im September Geburtstag. Ne, Gustav, wir wollen dann eine schöne Gartenparty vor die Oma machen. Wenn die dann Geburtstag hat, dann bekommst du dann ein Mikrofon, dann musst du schön singen. Und ich spiele da Happy Birthday auf meinem Waldhorn, okay? Dann müssen wir uns doch was überlegen. Und Kuchen packen wir dann schön, ja? Gustav, komm, wollen wir ein bisschen üben? Ein kleiner Spatzen. Komm, mach mal. Happy Birthday to you. Also es kann schon sein, dass meine Hoffnung zu groß ist, aber ich glaube, dass er das schon so gut wie möglich schafft. Auch wenn er es nicht schafft, wäre es ja nicht schlimm, aber er strengt sich immer super an. Deswegen glaube ich, er könnte das. Also Gustav soll jetzt in die Schule kommen und er war bei der Schuluntersuchung. Sie meinten so, er würde sowieso keinen Schulabschluss bekommen und auf eine Förderschule gehen und in die Werkstatt kommen. Ich weiß ja halt, dass er sehr schlau ist und deswegen hat es mich wütend gemacht, dass die meinten, er wäre dumm und könnte nicht auf eine normale Schule gehen. Dass er nicht so lernt wie ich und nicht so im Leben klarkommen wird wie ich, aber wir fördern ihn als immer so, dass er selbstständig wird und wenn er dann erwachsen ist und nicht alleine so gut zurechtkommt und in einigen Sachen Hilfen braucht, dann bin ich auch immer für ihn da und dann werde ich ihm auch helfen. Guten Tag, was geht? Na, ein großer. Und? Tour fahren? Meine Großeltern, die fahren richtig dicke Motorräder auch und ja, wir fahren meistens so Touren. Meistens so 100, ein bisschen mehr Kilometer. Und ich finde es sehr cool, dass meine Oma das macht und da bin ich auch froh. Meine Oma ist eine sehr starke Frau, eine selbstbewusste Frau. Ja, das Verhältnis zwischen mir und meiner Oma ist sehr, 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 sehr eng. Ich mag gerne an ihr, dass sie Motorrad fährt mit mir. Ich mag gerne, dass sie eigentlich immer Zeit für mich hat, wenn ich irgendwas habe oder so. Das mag ich sehr an ihr. Wollen wir mal ein bisschen Happy Birthday üben? Das geht. Komm, das kannst du doch so toll. Sing mal Happy Birthday to you. Komm, mach mal. Gleich, Gustav. Sing noch einmal Happy Birthday für mich, okay? Sing mal to you. YouTube. To Q. You. Who. To you. To you. To you. To you. To you. To you. To? To. You. You. To you. To you. Gut. Und jetzt nochmal. Happy. 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 Birthday.
Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Mit dem Üben läuft es sehr gut. Ne, Gustav? Ah, Gustav, lass das mal. Ich freue mich sehr darauf, auf den Geburtstag. Ne, Gustav, du auch, ne? Du freust dich auch. Wollen wir hier die letzten vier Takte noch mal machen? Und die nehmen wir genauso, da stehen auch die Akzente. Ja. Der erste Teil war doch schon wirklich richtig gut, den du da gespielt hast. Ein bisschen aufpassen musst halt, wenn du wieder hoch bis zum S gehst, dass du wieder diese tiefe Atmung hast und bloß nicht zu leise spielen. Ne? Also je schneller die Luft, je höher du spielst, desto schneller musst du die Luft durchschieben. Am Horn toll, man kann viele Oktaven spielen, man kann schön spielen, es klingt schön, es macht einfach Spaß, es zu spielen. Das schönste Instrument im Blasorchester ist definitiv das Horn. Definitiv. Jawohl, klasse. Und Matthias, ich habe noch ein Projekt, weil ich. Projekt? Ja, ich habe mir. Ich will zu dem Geburtstag meiner Oma eine Gartenparty veranstalten und da wollte ich mit Gustav Happy Birthday spielen und jetzt habe ich Happy Birthday die Noten schon dabei. Ja, das ist ja mega, aber der Gustav, was soll der dann, machen? Du spielst auf dem Horn und der Gustav singt? Ja. Ja, toll. Vielleicht kann der Gustav ja mal heimlich mitkommen, dass wir das mal proben, mit Gustav zusammen. Ja, auf jeden Fall. Wer ist das, Gustav? Motorrad. Ja. Welches Kind ist das denn, was da drauf sitzt? Wer ist das? Motorrad. Ja, und wer sitzt auf dem Motorrad? Kalte. Ist der Fritz? Na, guck mal. Da war noch ganz klein. Da war Fritz noch nicht zwei. Ich hab's besser. Nee, also wir haben's beide gleich gut. Mama und Papa sind zu uns beiden. Und alles Mögliche, ja. Wir haben's beide gleich gut. Wow. Gustav und Fritz. Guck mal, da war Fritz mit Oma bei der Polizei in Olpe, ne? Da hat Oma einen Preis gewonnen. Mhm. Oh, Vorsicht, Gusti. Ja, guck mal, Gustav. Oh. Weißt du noch, da hast du immer drauf rumgetippt und ich hab gepustet. Das hat die Melodika. Oh, du gibst das war, weißt du noch, Fritz, da hast du dein erstes Instrument gelernt, ne? Also im Orchester macht Spaß, also da findet man halt neue Freunde auch. Man ist ein Teil von was Großem und kann mithelfen, dass was Tolles nachher bei rauskommt, bei Konzerten und so. Das ist halt toll, wenn man da halt mitwirken darf. Ja, wir stehen uns sehr nah. Das ist so. Und ich bringe ihm sehr gerne Sachen bei, damit es halt lernt. Also ich bin sozusagen in einer Seite sein großer Bruder, auf anderer Seite bin ich sein privater, kostenloser Therapeut, der ihm Sachen beibringt und Lehrer und so. Ja, super! Ganz toll! Hast du super gemacht! Ganz toll! Ja, hallo Lilis! Ja, Christian, ich wollte zu der Geburtstagsfeier meiner Oma einladen. Ist kein Problem. Das ist Sonntag um 3 Uhr. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr kommt. Ja, sehr gut, Fritz. Genau so musst du es machen. Klappt klasse. Dann proben wir das gleich noch einmal mit Gustav zusammen und dann wird das super werden. Kommst du etwas zu mir, sonst ist das wieder so laut, sonst piepst das wieder so. Kommst du einmal zu mir? Genau. Fritz, bist du weit? Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ja, das funktioniert ja schon. Super. Und dann wollten wir ja machen, Oma. Oma. Genau. Der Star bei Oma. Super. Ja, macht ihr gut. Genau so.
meine Oma tut halt sehr viel für mich. Ich kann sehr viel Spaß mit ihr haben. Und wenn sie dann, weil wenn ich ihr eine Überraschung bereite und sie sich dann sehr darüber freut, dann bedeutet mir das halt sehr, sehr viel. Ich bin sehr zufrieden und ich finde, es ist sehr gut geworden. Ja, ich bin stolz auf mich und auf Mama. Oh, ich bin auch stolz auf dich. Super. Und so, ja, ja. Gustav, sag mal was. Muss man ins Mikrofon was sagen? Oh, sie. Zu. Zu. Läuft zu. Zu. Also halt mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg und fang an zu singen, ja? Halt das mal so, lass das mal so, 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 ja? Und dann singst du mal Happy Birthday rein. Happy Birthday. Gustav, guck mal, du machst mal Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Oma. Happy Birthday to you. Singst du weiter? Ja, also Gustav hatte viel Fieber und jetzt auch Halsschmerzen. Wollte nicht zu essen und trinken, weil es ihm halt auf, im Hals weht hat. Deswegen, dass er das mit dem Singen, weil das ja auch mit Halsschmerzen nicht so toll ist, dass er das vielleicht nicht schafft. Aber das, ich glaube, das kriegt er hin. Ich bin ein bisschen traurig, wenn es jetzt nicht klappt, aber ein bisschen Angst, dass das halbe Jahr umsonst war und wir das nicht machen können. Aber kann man jetzt nichts machen. Spannung steigt definitiv. Ich bin sehr nervös, weil Gustav gerade immer kränker wird und mehr Halsschmerzen kriegt und jetzt auch gar keinen Ansporn mehr hat, jetzt zu singen. Er hat jetzt gar keine Lust und weint auch. Deswegen haben wir schon ein bisschen Sorge, dass er dann gleich nicht singt. Ja, jetzt, wenn es dann am Ende nicht klappen würde, dann wäre das schon traurig. Bitte schön, Oma. Oh. Und das ist das Erste. Das kommt. Meine Güte. Was eine Überraschung. Meine Güte, hör mal. Wassereis für dich haben. Ach, guck mal. Liebe Oma, Gustav und ich haben viel geübt, um der besten Oma der Welt jetzt einen tollen Auftritt hinzulegen. Jetzt ist nur das Problem, dass Gustav Fieber hat und krank ist, nicht singen kann. Deswegen muss Papa auf die Bühne. Gustav, ich werde dich würdig vertreten. Ey, das wage ich zu bezweifeln. Das war schwierig. Auch wenn es schwerfällt. Ja. Du hast kein halbes Jahr geübt. Das stimmt. Gustav, willst du mal probieren? Ach, Gustav, das ist doch toll. Happy Birthday. Und auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday. Das hast du toll gemacht. Oh, guck mal, das hat er doch so toll gemacht. Einen schöneren Geburtstag kann man ja auch gar nicht haben. Hm? Also ich bin jetzt wirklich sehr erleichtert. Ich fühle mich sehr gut, weil Gustav es ja dann am Ende doch noch geschafft hat. Hat mich sehr gefreut, wie Oma reagiert hat. Aber sie hat die Beste. Ich mag sie total. Deswegen habe ich mich super gefreut,